Hallo, der Fiat 500 geht weiter. Und zwar machen wir, heute stelle ich so die Akteure des Zusammenbaus des Motors vor. Es ist jetzt nicht so, als wäre nichts geschehen bisher. Klar, wir haben wenig gefilmt, aber wir haben schon die Bauteile gereinigt, zum Teil gestrahlt. Wir sind auf jeden Fall, wie jetzt hier das Gehäuse, abgelaugt worden. Wir stellen jetzt die einzelnen Akteure des Zusammenbaus vor und im nächsten Film machen wir den Zusammenbau. Okay, der wichtigste Akteur beim Montieren des Kurbelgehäuses ist das Kurbelgehäuse. Also hier, das Kurbelgehäuse ist ein einziges Gussteil, wo hier ein Lager reingesteckt wird, hier hinten ein Lager eingesteckt wird. Und dazwischen halt innen drin die Kurbelwelle dreht. Die Lager sind übrigens für alle 500, 126 gleich. Das ist hier ein Hauptlager für vorne. Vorne heißt, wir definieren vorne jetzt einfach mal als die Heckseite des Motors, also die man anguckt, wenn man von oben in den Motor reinguckt. Da kommt das Lager hier vorne rein. Und das ist das Hauptlager auf der Schwungradseite, das ist dann hier hinten. Das gehört dann hier drauf. Und dazwischen wird dann die Kurbelwelle eingesetzt. Die Stößelbecher, die sind hier unten an den Stößeln, gehen nach der Unterseite der Stößel. Das ist vom alten Motor, also von dem ursprünglichen Motor, und das hier sind neue Teile. Das hier ist der Schleuderfilter also der Ölschleuderfilter. Hier setzt sich dann der Sotter ab, hier ist dann so ein Deckel drauf. Das sitzt hier auf der Kurbelwelle. Hier ist ein Wodruffkeil, den wir bestimmt nicht wiederfinden. Und da sitzt das dann drauf und dreht sich dann mit dem Motor. Also mit der Kurbelwelle. Hier drin läuft die Ölpumpe. Das ist die hier, auch aus dem Motor stammend. An der Oberseite ist der Motor hinten im Heckblech angeschraubt mit dem Motorhalter, den ich gerade noch hier liegen hatte und jetzt nicht mehr finde. Ist egal. Das geht dann hier oben dran. So. Wie gesagt, hier drin läuft die Kurbelwelle und hier drin läuft die Ölpumpe und die Ölpumpe wird von der Nockenwelle angetrieben und die Nockenwelle ist eben, wie gesagt, hier drin. Und hier drauf ist dann die Motorsteuerung. Hier mit dem Zahnrad auf der Kurbelwelle, was dann hier hinkommt, und dem anderen Zahnrad auf der Nockenwelle wird dann hierüber die Motorsteuerung angetrieben. Die Lagerschalen sind hier in dem kleinen Fiat-Motor nicht lose, sondern die sind direkt eingesetzt in so einen Träger. So in die Richtung gehört der rein. Und da drin, wie gesagt, läuft jetzt die Kurbelwelle. So. Das drücke ich jetzt nicht trocken rein, aber das gehört eben so zusammen. Auf der Rückseite ist das genau dasselbe. Das ist jetzt hier die Schwungradseite, die natürlich im Wagen vorne ist, aber egal für mich, das ist die Rückseite des Motors. Da sind hier hinten Ölkanäle drin. Da muss man natürlich gucken, dass die in Ordnung sind. Und dann gehört das so hier rein. Und wie gesagt, von vorne kommt dann die Kurbelwelle rein. Wir haben von Fiat eine Montageanleitung, wo alle Maße drin stehen. Das hilft ungemein, würde ich in jedem Fall empfehlen. Sind wir, was die Neuteile angeht für die Montage des Kurbeltriebs, recht sparsam gewesen. Also wir haben die beiden das Hauptlager neu, einen Dichtsatz haben wir gekauft. Und die Motorsteuerung, die man eigentlich
sowieso alle 100, 150.000 mal neu machen sollte. Wie man jetzt bei uns, es gibt ja, wir haben ja die Demontage des Motors auch gefilmt und der Motor war ja in furchtbarem Zustand. Deswegen haben wir die Teile von der Motorsteuerung hier vorne weggeworfen und neu bestellt. Was wir außerdem noch neu machen, ist die Ölwanne. Wenn die Kurbelwelle wieder drin ist, so ganz grob, dann kommt hier die große Filzdichtung, also die große Korkdichtung, die hier sichtbar ist. Die kommt hier drauf und dichtet die Ölwanne ab. So. Und von der anderen Seite kommt dann in dem späteren Motorfilm die Kolben drauf. Dann kommt, ist die Auspuffseite hier, hier kommt Schwungrad drauf und hier kommt der Luftkasten dran. Hier steckt der Verteiler drin. Und der Öldruckschalter passt. Toll. Nach der Demontage des Motors haben wir die Teile einzeln aufgearbeitet. Das heißt, wir haben die Nockenwelle ist poliert und gereinigt. Die Kurbelwelle ebenso, die Ölbohrungen sind gesäubert. Das sind so Arbeiten, die schon im Vorfeld geschehen sind, damit wir eben jetzt sagen können, wir beginnen die Montage zu einem definierten Zeitpunkt und müssen uns dann nicht mehr mit Teileaufbereitung beschäftigen. Okay, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihr Abonnement. Wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie mit Kommentaren oder Tipps oder Ideen oder Fragen unten in der Kommentarleiste auf uns zukommen. Dankeschön, bis dahin, tschüss.